Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 2. Wir sind heute in Santa Fortuna unterwegs, schnappen uns hier eine der schwierigeren Meisterleistungen im Spiel, nämlich das Drei-Gänge-Menü für El Miro, also alle drei Ziele lebend an ihn verfüttern. Ja, das ein bisschen auszutüfteln hat ein bisschen länger gedauert, deswegen gab es gestern auch keine Folge. Sorry dafür, tut mir leid. Ich habe es nicht geschafft, an einem Tag auszutüfteln und aufzunehmen, dass Ding. Eine Brechmittelspritze nehmen wir mit und einen Fisch. Mehr brauchen wir hier auf dem Meisterschwierigkeitsgrad nicht. Ich vermute, auf den unteren Schwierigkeitsgraden geht es auch ohne die Brechmittelspritze. Da kann man dann mit Münzen wahrscheinlich irgendwas machen. Aber auf dem Meisterschwierigkeitsgrad reagiert Andrea nicht besonders toll auf Münzen leider. Beziehungsweise andere Leute reagieren einfach schneller drauf. So, hier wollen wir möglichst schnell sein, um Andrea an der richtigen Position zu haben. So, er dreht sich da weg. Und hier einmal zu. Werfen ihm den Fisch an den Kopf. Der hat gar nichts mitbekommen, der Typ. Der hat so langsame Reflexe scheinbar. Oder es gab nur keine Einblendung, weiß ich nicht. Eigentlich hätte er den Körper sehen müssen, ne? Den Nahkampf bemerken. Er hat sich auch umgedreht irgendwie. Okay, wenn man Leichen zieht, kann man Frösche einfach so mitnehmen. Interessante Sache. Also wenn ihr einen Frosch braucht und der hüpft euch immer zu schnell weg, dann versucht's doch mal einfach, eine Leiche neben ihn zu ziehen. Bei der gerade ist einfach sitzen geblieben, ne? Der hat gar nichts gemacht. Normalerweise hüpfen die ja sofort weg. So, die Leute hier auf jeden Fall in die Kiste tun, weil die Stoner irgendwann aufwachen. Und dann finden die ansonsten eure sorgsam drapierten Leichen. So, und dann können wir hier einfach einmal ins Dorf rennen und Andrea hoffentlich noch im Haus erwischen. Wenn sie nämlich noch im Haus ist, hat das den Vorteil, dass ihre Leibwache so ein bisschen Abstand zu ihr hält, wenn sie runter zur Baustelle geht. Und das hat den Vorteil, dass wir mit der Brechmittelspritze operieren können. Alternativ könnte sie auch versuchen, auf der Brücke aufzuhalten oder irgend sowas. Keine Ahnung. Da kann man durchaus kreativ werden, denke ich. So, jetzt müssen wir halt ein bisschen aufpassen, dass wir keinen allzu großen Mob durch den Ort ziehen, weil wir Zeugen halt eigentlich gar nicht gebrauchen können. So, da ist der Vorarbeiter. Er müsste sich mal ein bisschen beeilen, runter zu Andrea zu kommen. Ups. So, wo ist denn die gute Frau? Irgendwo im Haus? Ah, sie ist hier direkt im Besprechungsraum. Well, well. The famous shaman decides to show up after all. Richtig. I'm pleased to finally put a face to the myth. I was beginning to think you didn't exist. Ach, Blödsinn. Not replying to any of my inquiries. I've been looking forward to meeting you, Miss Martinez. All right. I need you to get over to the construction site on the outskirts of the village. The workers there uncovered a pile of old bones and they've taken the opportunity to grab some undeserved recreational time. I need you to go over there as soon as possible and wave your magic wand or do an interpretive dance or whatever it is you do. I can do that. You can walk with me if you don't know the way. Otherwise, I'll see you there. Just don't take too long. I'm an important person. Gut, dann sehen wir uns da. Dann können wir nämlich schon mal dafür sorgen, dass der Vorarbeiter dafür sorgt. Hey Leute, da haben wir schon einen kleinen Mob hinter uns. Nice day. Ne, die stehen noch da. Okay, dass der Vorarbeiter dafür sorgt, da unten läuft er übrigens, dass sich die ganzen Bauarbeiter umdrehen. Das wäre nämlich eine unheimlich praktische Sache für uns. So, ich mache hier so ein bisschen einen kleinen Bogen um die ganzen Leute, um hier keinen Mob hinter mir herzuschleifen durchs Dorf. So, der Vorarbeiter dürfte ein bisschen schneller gehen, meinetwegen. Sonst wird es mit Andrea vielleicht ein kleines bisschen knapp, müssen wir mal schauen. So,
Zur Not müssen wir sie halt einmal aufhalten oder sowas. So, das Blöde an dem Vorarbeiter ist nämlich, der muss erst bis nach da drüben zum Betonmischer gehen. Bevor er hier mit uns redet. Vorher ignoriert er uns komplett. Taita, so good to finally have you here. Ja. You have been so released. Happy to be here. So, here's the problem. We're digging some holes for the foundation. And we come across these, well, bones, I guess. Turns out they're human. And the workers seem to think they're part of some old grave. Sounds likely. Yeah. So now, they're on strike. Won't work until the site is cleansed. Das sehe ich schon. I'll do my best. So, Dialog hier schnell beendet. Dann müssen wir mal gucken. Wir müssen halt im Prinzip warten. Ja, die Leibwache hat gut Abstand, bis die Leute hier sich alle umdrehen. Das ist jetzt der Fall. So, dann können wir hier einmal kurz hinter ihr herschleichen. Setzen ihr die Brechmittelspritze. Das ist der Frosch, ne? Die hüpfen normalerweise, ihr seht, ich war noch nicht dicht dran, da hüpfen die schon weg. Frösche jagen wir auch nochmal. So, okay, also Brechmittelspritze. Super cool, ansonsten könnte man sie halt mit Münzen hier irgendwie um die Ecke locken. Aber ihr seht, da hinten kommt ein riesiger Mob, also da muss man schnell sein. Und sie reagiert halt nicht besonders gut auf die Münzen. So, so ist sie halt hier hinten bei den Toiletten. Das ist wunderbar. Machen wir sie einfach um. So, und da drüben steht noch ein Typ, der durchschaut uns. Ja, das können wir natürlich gar nicht gebrauchen. Da rennt der Vorarbeiter herum. Wo geht denn der hin? Da hinten, okay. So, dann schleichen wir uns hier einmal an. Ups. Ruhig gestellt. Und dann beseitigen wir den Mann einfach so. Verkleiden wir uns hier als Straßensoldat oder bleiben wir vielleicht sogar als Schamane erstmal verkleidet? Ich glaube, wir bleiben erstmal als Schamane verkleidet. Und die Frau würde ich schon gerne mitnehmen. Müssen wir nämlich auf den Vorarbeiter ein bisschen aufpassen. Ich glaube nicht, dass er uns hier hinten sieht, aber wer weiß. So. Gummistiefel hat sie an, extra für die Baustelle. Oh, die sieht nicht gut aus, ne? Jo. So, und dann ganz hier hinten befindet sich ein Durchgang, ein Zaun, der uns dann schlussendlich in die Nähe der Altarhöhle bei El Niros Becken bringt. So, wir legen die gute Frau erstmal hier ab, schnappen uns unseren Fisch und hier vorne sind nämlich schon, oh, der hat ein bisschen in meine Richtung geschält, die nächsten beiden Typen, die wir ausschalten müssen. Das Zeug hier sacken wir einfach ein. Dann haben wir nachher auf jeden Fall eine Verkleidung, die bringt uns auch nicht so richtig weiter, aber immerhin ein bisschen. So, genau. Das Gewehr lassen wir einfach hier fallen. Eine Schlüsselkarte haben wir eingesteckt. Unheimlich nützlich. So, und bevor wir hier weiter reingehen, kümmern wir uns auf jeden Fall erstmal um die Kameras. Das heißt, wir rennen hier nochmal raus. Ne? Andrea liegt da prächtig. So, wir rennen hier nochmal raus. Immer noch als Schamane verkleidet. Ich renne jetzt mal nicht über die Baustelle, sondern hier hinten rum. Da kann man sich nämlich eine Brücke basteln. Kann man auch von der anderen Seite basteln, indem man hier einfach auf den Knoten zielt oder knapp überhalb. Von der Seite kann man den Baumstamm halt einfach losbinden.
So, und wenn er hier fertig ist, kann man den ganz einfach easy benutzen. So, die Menschenmenge hat sich hier wieder verkrümelt. Sehr gut. Dann müssen wir hier ein paar Dinge mitnehmen, auf jeden Fall. Zum einen hätte ich gern ein paar Münzen. Der Wirt guckt auch gerade nicht. That is P. Power. Real name Paul Powers. Celebrity Tattoo Artist and Reality TV Star. So, dann hätte ich gerne hier oben einen fleischigen Knochen, um Elmiro nachher anzulocken. Da können wir einfach durchs Fenster krabbeln. Das stört die Leute gar nicht. Gehen dann zur Tür wieder raus. Das stört die Leute noch viel weniger. So, und dann denke ich, wir müssen hier schon hinten über die Mauer krabbeln, weil wir, glaube ich, trotzdem nicht da hoch dürfen, wo wir hoch wollen. Und der Typ uns hier durchschaut. So, Kamera schaut gerade nicht. Das war wahrscheinlich ein bisschen knapp. So, dann machen wir es wie immer. Klammern uns hier ran, gucken, wo steht denn der Typ? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hier direkt um die Ecke. Tür zu. Und dann verkrümeln wir uns. Na komm schon. So, einmal verkrümelt. Sehr gut, eine Dose, klar, nehmen wir auch noch mit. So, da haben wir hier drei Dinge erledigt schon mal. Sehr gut. Das erste Ziel haben wir auch schon bereitgelegt. Und jetzt geht es halt um Jorge. Und der ist halt ein bisschen schwieriger. An den kommt man echt nicht ganz so gut ran. So, hier hinten, das kann ich euch noch kurz zeigen, liegt eine Herrenhauswache. Ne, die hat hier verbundene Augen, ist wahrscheinlich exekutiert worden. Wollen wir uns hier einmal verkleiden, also kostenlose Verkleidung einfach. Wir müssen niemanden dafür umhauen. Super praktisch. So, und dann gehen wir einfach so zurück, wie wir hier rausgekommen sind. Stehen die eigentlich immer noch alle da hinten? Ja, die stehen immer noch da hinten, warten auf den Schaman. Das kann durchaus noch ein, zwei Tage dauern, bis er wiederkommt. Je nachdem, wie gründlich wir den K.O. gehauen haben. So, da liegt Andrea, die lassen wir hier einfach liegen erstmal. Aber wir können mal gucken, wenn wir nachher den Krokodilflüsterer ausschalten wollen, dann wäre es vielleicht ganz praktisch, uns hier erstmal um den Wächter zu kümmern. Ja, das steht auch echt gerade alleine hier. Wir werfen einfach eine Münze nach da hinten. Da müssen wir ihn nicht so weit schleppen. Und da hauen wir ihn gleich mit dem Fisch K.O. So, da kommt auch gerade niemand. Sehr schön. So schnell geht das hier. Wir füttern Elmiro noch nicht. Das sehen wir uns für später auf. Aber den Mann haben wir auf jeden Fall schon mal aus dem Weg geräumt. Und jetzt können wir uns hier weiter reinarbeiten, wo wir es auch nicht mehr mit Kameras zu tun bekommen können. So, hier drüben müssten eigentlich zwei Typen rumgurken. Da müssen wir mal gucken. Na, einer steht da. Wir sind hier leider nicht so richtig unauffällig. Wir warten einfach mal hier hinten, bis der zweite kommt. Das muss man natürlich wissen, dass sie da zu zweit sind. Ja, da kommt er schon.
Der kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen dichter hier ran. Ja, sehr gut. Den locken wir uns einfach hier mit einer Münze ran. Und dann werden wir ihn mit dem Fisch erledigen. So, schaut er gerade nicht in unsere Richtung. Perfekt. Wenn ihr keine Münzen dabei habt, dann wartet einfach, bis er sich wieder umdreht. Und dann müsst ihr halt nur ein bisschen schneller sein, ne? Zuerst ihn hier erwerfen und dann den anderen Typen. Das geht genauso gut. Alles kein Problem. So, hier oben könnt ihr die ruhig langziehen, das ist kein Thema. Da kann euch niemand sehen. So, dann holen wir uns mal eine Verkleidung, die ein bisschen unauffälliger ist. Und dann werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Und dann kann ich euch mal zeigen, wie hier das Problem ungefähr aussieht. Jorge Franco kommt manchmal hier diesen Gang runter in die Schmugglerhöhle und dann können wir ihn hier hinten am U-Boot-Dock vorbeiziehen. Ne? Das ist, da gibt es genau zwei Durchgänge. Alle, die da reingucken, müssen wir natürlich erledigen. Und die Schmugglerhöhle würde ich auch super gerne leer räumen, ehrlich gesagt. Einfach nur, um da alles zu vermeiden, was irgendwie schief gehen könnte. So. Und dann werden wir hier unten entlang laufen. Ne? Hier müssten wir Jorge dann lang schleppen. Haben wir hier halt den ersten Durchgang. Da sehen wir da drüben. Ist ein Typ mit dem Hut. Und der wird genau bewacht von so einem Typen, ja, der uns durchschauen würde. Und das kann ich dir jetzt nicht beschreiben. Der hat halt so ein Tuch vor dem Mund. So, und hier drüben patrouilliert noch einer, der hier durchschaut. Und potenziell auch hier hinten an der Abzweigung uns entdecken könnte. Ja, und da oben ist dann schon die Schmugglerhöhle. Ja. Das sind halt so die drei Leute, um die wir uns hier unten kümmern müssen. So, den Typen da mit dem Hut, den könnte man eigentlich super easy ausschalten. An underground cave system, indem man halt hier hinten einfach hinkrabbelt, eine Münze gegen die Wand wirft, ihn umhaut und so weiter und so fort. Problem ist nur, da drüben, der Typ. Er kann da durch diese grünen Kisten halt oder eine Kiste vorbei, wie auch immer, direkt da hinschauen. Das heißt, den müssen wir erstmal loswerden. Und dafür werfen wir einfach eine Münze hier oben gegen dieses Blech. Das hören die da unten. Alles super. Don't worry about it. I'm a professional, okay? Und dann geht der Typ okay, hier los. Yeah, okay, okay. Klasse Sache. Problem ist natürlich, er durchschaut uns. Das heißt, wir müssen da ihn möglichst frühzeitig abfangen. Das können wir machen, indem wir entweder uns hier hinter verstecken und ihn dann um die Ecke ziehen oder da hinter dieser Holzpalette und wenn er hier dran vorbeigeht, einfach hinter ihm rüberklettern oder hier aus der Kiste krabbeln. Ne, die Kiste ist voll, ne? Die können wir nicht mehr benutzen. Deswegen auch wichtig, da unten alle Waffen einsammeln und so. So, noch bevor der Prompt auftaucht, hier am besten anfangen, die Überwältigen-Taste zu drücken. Und dann wird man den Typen auch wunderbar schnell los. So, und jetzt können wir hier runtergehen. Und da drüben, der durchschaut uns auch. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Deswegen müssen wir den da auch ausschalten, auf jeden Fall. Der ist aber erst Ziel Nummer 3. Erstmal werfen wir eine Münze hier einfach direkt vor die Kiste. Okay, 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 and take a look. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Stay here and have a cigarette or something. So, dann geht er dahinter. Come on. Das gibt uns dann die wunderbare Gelegenheit, ihn hier reinzupacken. Und solange der Typ da drüben noch stand, ging das halt nicht. Aber jetzt geht das ohne Probleme. So, das heißt, die Kiste da haben wir auf jeden Fall benutzt. Einmal. So, und jetzt wäre er da drüben dran. Müssen wir mal schauen.
dass er hier rüberkommt irgendwie. Da ist er schon. Sehr gut. Und dann nehmen wir uns einfach wieder eine Münze. Werfen die da hinten hin. Das hat er gehört. Da haben wir hier eine wunderbare Deckung. Wo wir uns mit unserem Fisch schon mal bereitstellen können. Na, und da hinten sehen wir schon die nächste Kiste. So, da einfach von der Kiste lösen, ne, aber noch dahinter stehen bleiben, damit man halt nicht gesehen wird. So, und dann können wir ihn hier einfach entlang schleppen. Das ist wunderbar cool. So, da würde ich auch gerne den Typen von hier oben noch hinschleppen. Ne? Dann können wir auch gleich checken, ob wir hier gesehen werden würden, wenn wir Leute vorbeiziehen. Das ist nur so eine kleine Rückversicherung nochmal. Man kann ihn auch, wenn man ihn töten möchte, da beim Rohr runterschmeißen und dann da unten mit dem Kiste tun. Auch kein Problem. Aber ich dachte, wir lassen mal so viele Leute wie möglich leben. Hier guckt jetzt keiner mehr in unsere Richtung. Super praktisch. Hier bei der zweiten Lücke ist auch niemand mehr da, der uns gefährlich werden kann. So, wunderbar. Und jetzt können wir uns der Schmugglerhöhle widmen. Und da mache ich vorhin einen kleinen Cut. Speicher. Das ist hier nämlich eine exzellente Gelegenheit dafür. Jetzt wird es nämlich ein ganz kleines bisschen tricky, im Gegensatz zu eben, was ja total einfach war. Das andere war natürlich auch nicht einfach, aber jetzt brauchen wir noch ein kleines bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Und da sehen wir schon einen, der uns durchschaut. Mal sehen, ob wir da... bevor... Oh Mann. Hallo, Tastatur. Ja, das steht jetzt da, wo ich ihn eigentlich gerne erledigen würde. So, hier können wir nämlich einfach eine Waffe für ihn hinlegen. Und da drüben sind zwei Labortechniker. Die können wir, denke ich, ausschalten, wenn er da ein bisschen weggegangen ist. Mal sehen, ob das schon weit genug ist. Nee, offensichtlich nicht. Okay. Dann lassen wir ihn da erstmal seinen Job machen. Und dann warten wir einfach, bis er weiter weggegangen ist beim nächsten Mal. Und dann können wir da hoffentlich die beiden Labortechniker in diese Kiste sperren. Das wäre absolut brillant. So, das ist hoffentlich weit genug weg. Ich habe keine Münze mehr in der Hand. Clever. So, einfach hier hinterherlaufen, in die Kiste sperren. Und dann machen wir den gleichen Krieg nochmal. Das ist keine Acht, der war gerade da hinten. Na gut, dafür hat er jetzt die Waffe gefunden. Bleibt er da? Soll eigentlich hier rüberkommen. Na gut. Dann kümmern wir uns vielleicht zuerst um ihn. Wir sollten ihn auf jeden Fall um die Ecke rennen lassen. Da oben ist halt eine Kiste. Blöderweise ist das halt auch der Gang, durch den Jorge Franco nachher kommt. Das heißt, wir müssen den Typen auf jeden Fall aufräumen.
So, wo bist du? Bist du hier wieder an deiner Werkbank dran? Ich hoffe. Nee, der ist noch da hinten. Was macht der denn da hinten? Und wo ist Jorge eigentlich inzwischen? Der ist bei seiner Coca-Maschine. Bei seiner Kokain-Maschine, okay. Sehr gut. Oh, komm doch mal hier rüber wieder. Wieso bist du denn nicht hier, wo du sonst immer bist? Nee, das ist mir auch noch nicht weit genug drüben. Unglaublich. Funktioniert hier wieder überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Na komm schon, Junge. Ein bisschen hier rüber. Ich meine, wenn die halt so stehen, ne, dann ist es okay. Dann kann ich Jorge halt hier vorbeischleusen irgendwie. Problematisch wird nur da hinten der Typ. Der dürfte uns halt echt sehen. Okay, der bleibt jetzt da hinten scheinbar. Schauen wir mal, was wir dagegen machen können. Getting off your ass and checking that out? Sure. Huh. Huh? What the heck was that? Ja, geh doch mal nachgucken, bitte. What was that? So, da hat er sich doch noch umgedreht. Sehr gut, so, und jetzt haben wir hier drüben noch eine wunderbare Ablenkung. Da kommt er von ganz da drüben angelaufen. Okay. Ich habe eine Granate eingesackt. Ich wollte eigentlich einen Fisch haben. So, hier hinten sind die Typen auch gar nicht so schlecht aufgehoben, finde ich. Ich weiß halt nicht, wie Jorge hier durch diese Kisten durchgucken kann. Aber wenn alles gut läuft, dann kommt der Mann gar nicht so weit. Apropos, wenn alles gut läuft, kommt er nicht so weit. Wo ist denn der inzwischen? Könnte auf dem Weg hierher sein oder gerade aus dem Labor raus. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall will ich ihn nicht so weit hier vorne zu liegen haben. Ich habe immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass am Anfang wahrscheinlich, habe ich es ja schon verkackt, und der Schamane wurde entdeckt. Aber wenn man das halt einigermaßen schlau anstellt, dann passiert da auch nichts. So, steck mal weg hier die Waffe. Jorge, ja, der guckt da oben rum, also werde ich gleich nochmal einen kleinen Cut machen müssen. Vorher kann ich euch ja nochmal zeigen, hier unten gibt es nämlich Kleber. Ja, super praktisch. Und einen Kokainblock, auch super praktisch. Ja, hier gibt es einen Stuhl, da kann man sich halt als Hippie schön gemütlich hinsetzen. Ja, das Kokain-Souvenir kann man hier hinschmeißen. Also wenn man das da abstellt, weiß ich nicht, ob man Jorge vielleicht auch, das könnte mal einer ausprobieren, finde ich. Wenn man das halt mit Brechmittel versetzt, könnte man das wahrscheinlich auch hier hinstellen. Und wenn Jorge dann runterkommt, um das zu kontrollieren, könnte er vielleicht sogar den Raum hier direkt verlassen irgendwo und sich an einem uneinsehbaren Ort ein bisschen erleichtern, mal gucken. So, ich warte jetzt einfach, bis Jorge hier runterkommt, mach einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn er auf dem Weg hierher ist, und dann schleppen wir ihn zu Miro. So, scheinbar möchte Jorge gar nicht hier runterkommen. Das heißt, wir müssen ein bisschen nachhelfen, befürchte ich.
Wir gehen also mal hier drüben. Ist das der richtige Gang? Ja, das ist der richtige Gang. Zum Hostel, Hotel, was auch immer, hoch. Und schauen mal, ob wir ihn dazu überreden können, hier entlang zu kommen. So, wie schauen die uns hier draußen eigentlich? Ich weiß es nicht. Nein und nein. Perfekt. So, die Kamera ist auch aus. Ah, ich hätte hier gleich abbiegen können. Egal. So, da müssen wir irgendwie oben in das Zimmer reinkommen. Na genau, gehen wir da rein. So, dazu lenken wir einfach den Typen hier ab. Dachte ich. Ach, die unterhalten sich gerade. So, dreht sie sich jetzt um irgendwie? Ja, war klar. So, Schlüssel mitgenommen. So einfach geht's. Also wir gucken nochmal, was Jorge so macht. Nicht, dass der sich jetzt doch entscheidet. Nee, tut er nicht. Er dreht noch seine Runde. Da runter zu gehen, wollte ich sagen. Ich wollte noch. Verdammt. Jetzt muss ich doch nochmal hier zurück. Ups, vorsichtig. Vorsichtig, sehr vorsichtig. Ja, jetzt muss ich hier blöderweise doch nochmal ganz zurück und ein Brechmittel holen. Na, da hätte ich auch gleich andersrum gehen können. Wenn ich das gecheckt hätte. Ich hätte die Blüte vorhin einfach gleich mitnehmen sollen. Für den Fall der Fälle. Und so renne ich jetzt natürlich doppelt und dreifach. Ja, wo war die Blüte? Nicht hier hinten? Ja, da ist sie. So, schauen wir nochmal auf die Karte, wo es Jorge. Der dreht da immer noch lustig seine Runden. Können wir hier eigentlich abkürzen irgendwie? Durchgehen kommen wir im Barker. Na, da müssen wir durch die ganze U-Boot-Höhle. Da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen durchschaut. Deswegen können wir auch einfach hier entlang laufen. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen. In dem Kostüm hier werden wir relativ leicht durchschaut, befürchte ich. So dicht will ich gar nicht an dem vorbeilaufen, an den beiden. Da halte ich lieber hier drüben so ein bisschen Abstand. Hier über den Platz will ich, glaube ich, auch gar nicht direkt laufen. Da hinten aber auch nicht lang. Okay, da ist einer, der mich durchschaut. Ein bisschen aufpassen hier. So, wo ist Jorge? Der dreht noch seine Runden. Ja, ich denke, der Trigger ist wirklich, dass mein Zippy
Irgendwie hier unten. Drin ist in den lustigen Katakomben. So, wo ist denn unser Hippie-Freund? Ich brauche schon mal eine Münze hier irgendwie. Da ist er. Ja, zufälligerweise hatte ich bis eben noch Kleber. Can you just go and check it out? All right. Nee, wer kommt denn jetzt hier rein? There. Ach, Mann. Ich mein Fisch. Ab, machen wir so. Irgendwie bin ich hier an der Wand kleben geblieben. Fragt mich bitte nicht warum. Da wollte sich 47 absolut nicht lösen. So, dann sollten wir jetzt. Ich glaube, man kann sich halt auch einfach so reinschmuggeln in die Höhlen und dann kommt Krauge auch runter. Der hat es irgendwie im Blut. Die Granate sollten wir wahrscheinlich auch loswerden. So, dann werden wir mal bei den Typen da unten vorstellig. Und schauen mal, ob uns das gewünschte Ergebnis liefert. Hey, Vagabundo! I'm gonna have to search you if you want to pass. You okay? Ja, alles gut. Tu das. It's just as awkward for me as it is for you. All right, good job, my man. Thank you. Hallo? All right. Mr. Franco is expecting you in the caves below. I'll just radio the others. Hang on. Groovy. It's Carlos. Tell Franco his guest is here. All right, come with me. Try not to get lost. Ja, okay. Er bringt uns da runter. I'll do my best. Interesting to see how many of you backpacking types are willing to bend your morals for a little cash. I live by my own rules. So, mal sehen, wie weit er uns eigentlich eskortiert. Ich weiß es gar nicht. Wo führt denn der Gang hier hin? Ach, da kommen wir dann da hinten raus. Ja, Jorge ist schon da in dem. Ne, ist er nicht. Ist er doch. Doch, doch, der ist schon da oben an dem Gang, wo wir ihn eigentlich abfangen wollen. So I guess all that make love not worth thing sort of lost its luster, huh? I do what it takes to get what I need. Wo ist denn Jorge? Ah, so, despite an annoying delay, it's finally here. Let's have a look. It got through customs without a problem, we hope? I had no issues. Excellent. We're not sure whether this will pass the taste test, but that remains to be seen. Follow us, please. So, ich hoffe, er findet die Leute da nicht. Ich würde das nämlich gerne mal ausprobieren, wo er hingeht, wenn er sich hier übergibt. Dann kann man sich nämlich vielleicht tatsächlich sparen, hier ein paar Leute auszuschalten. Ja. Ich tue das Ding einfach mal dahin.
Genau, schön anlecken. Nam, nam, nam. So, und jetzt sollte er es doch eigentlich schon merken, oder? We don't think we can hold this down for long. So, wo geht er hin? Nicht dahinter die grünen Pisten, ne? Doch. So, da müssen wir ihn leider erledigen. Okay, also, er wird dann hier hinten hinrennen. Hier hin und hier reinkotzen. Das bringt einem leider nicht so irre viel. Schade. Er macht die ganze Zeit noch Geräusche, ne? So, also man muss das wahrscheinlich wirklich triggern. Entweder indem man sich als Hippie halt hier rein begleiten lässt oder die Höhle anderweitig betritt. Das hat beim Probieren bei mir geklappt. Da bin ich einfach als Hippie hier unten reingegangen. Mit dem Kokainbus, glaube ich sogar. Weiß ich gar nicht. Und dann ist Jorge auch hier unten erschienen. Und da sehen wir, hier hinten haben wir alles aufgeräumt und deswegen kommen wir hier ganz ohne Probleme durch. Ah, gute Vorbereitung, zahlt sich aus. Als Herrenhauswachmann, ja. Damit sind wir auf jeden Fall ein bisschen unauffälliger gleich. Und wenn wir den Krokodiljäger erledigen wollen oder so. Wollen wir den erledigen? Weiß ich gar nicht. Vielleicht nicht. So, da sind wir schon flugs im Altarraum. Ich lasse Jorge einfach mal hier liegen. Da wird er auf jeden Fall nicht gesehen. Sondern schauen wir mal, ist denn der... Ja, da ist er. Hat er jemanden dabei? Nein. Sehr gut. Ich wollte mich als Krokodiljäger verkleiden. Geht das jetzt gar nicht? Oh nein, habe ich es gerade verkackt? Man kann sich doch locker als Krokodiljäger verkleiden. Okay, dann muss ich hier vielleicht ein bisschen tricksen. Das ist ja ein blöder Fehler jetzt, tatsächlich. So, dann verkleiden wir uns hier nochmal als Hippie. Nehmen dann halt die Verkleidung der Herrenhauswache raus. Und hoffen, dass dann noch die Krokodilflüsterer, Krokodil sage ich, Nilpferd, Flüstererverkleidung drin ist. Ansonsten habe ich es gerade echt verkackt, ne? So, na geht doch.
So, und dann schauen wir mal, ob das auch um den Fisch geht. Miro, magst du auch Fisch? Nee, Fisch ist ihm egal. Kokosnuss? Ist ihm egal. Aprikose. Juckt ihn gar nicht. Hier können wir noch die Aufzeichnung mitnehmen, wenn wir Bock drauf haben. Melone können wir nicht. Na dann halt mit den guten alten fleischigen Knochen. Ja, da steht er drauf. Ja, okay, cool. Also Miro, schon mal einigermaßen glücklich. Dann holen wir jetzt mal hier unsere Opfergaben für den Flusspferdgott. Und dann müssen wir als letztes natürlich noch Ricardo holen. Okay, Nummer 1. Ein Unfall, natürlich. Wo ist denn Rico eigentlich gerade? Ist er auf dem Weg hierher? Möglicherweise. Das müssen wir gleich nochmal checken, wenn wir Andrea ein bisschen dichter hier rangezogen haben. Laufe ich hier gerade richtig? Ich denke schon. Das dauert leider alles. Der sich freut. Schön. Er kommt gerade echt hier runter. Andrea, wir müssen dich schnell um die Ecke bringen. Ich meine, in Deckung zurückschleifen irgendwie. Nicht, dass sie jetzt hier gefunden wird. Das wäre echt blöd. Hier gibt es noch eine Höhlenschlüsselkarte, die ich vorhin... Ah ja, die ist im Boden. I am impressed with your work. Yeah, I honestly thought that I would have to feed you to the hippo, but you pulled it off. Look, I'll wire you your payment as per our agreement. Now, if you'll excuse me. Ja, klar. Das war schmerzhaft. Und tschüss. Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. So, 3-Gänge-Menü, 2 von 3. Rechts oben wurde es eingeblendet. Ja, arme Andrea, die wird hier echt nur durch die Gegend geschleift. So, und dann müssen wir mal gucken, ob wir endlich den Mary Poppins Escape-Dings hier hinkriegen. Na, Miro? Ja, guck mal, da ist er schon direkt hier vorne. Ups, wartet auf sein Fressen. Und das 3-Gänge-Menü erledigt. Hat er zum Glück auch gar nicht lang gedauert. So, wie sieht's denn hier aus? Mit den Exits. Mit dem Roller könnten wir abhauen. Aber ich will das Mary Poppins Ding haben. Am
besten gehen wir hinten über die Baustelle, ne? Da sind wir, glaube ich, am schnellsten da. Ich überlege gerade, wenn es halt tatsächlich nur mit dem Anzug funktioniert, ob ich ja nochmal zurück zum Schamanen gehen soll, um mich zu verkleiden. Ob ich da Bock drauf habe. Aber ich will das endlich mal schaffen. Mit dem Mary Poppins Dingsbums. Von daher mache ich dann vielleicht einfach nochmal Cut. Na, dann bis nach da hinten zurück. So, da drüben. Auf den Regenschirm habe ich es abgesehen. Ich habe eh keine Waffe mehr dabei, ne? Die habe ich im Hostel abgelegt. Ah. Gibt's da nicht. Sind wir schon mal. Moment. Sind wir schon mal mit dem Roller abgehauen? Ich denke schon, ne? Ja. So, bis zum Hostel nehme ich euch einfach noch mit. Ist jetzt halt ein bisschen unnötiger Laufweg, aber ich glaube, das überleben wir alle. So, nee, die Bartoli nicht. Nein. Hier die Silverballer hätte ich gerne. Ah, ja. Danke. Einen Schuss habe ich tatsächlich schon abgegeben damit. Was habe ich denn damit gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. So, da hoffe ich mal, dass das jetzt funktioniert. Sieht mich auch gerne an. So, Schirm fällt ins Wasser. Musste gleich hier wieder aufpoppen. Besser. Und ich kann ihn nicht benutzen. Okay, gut, dann mache ich einen Cut, renne zum Schaman und komme gleich im Anzug wieder her. Ja, toll. Wieder umsonst gelaufen. Es klappt immer noch nicht. Und ich habe echt keinen Plan, warum. Jetzt kann ich nicht mal mehr hier mit dem Roller abhauen. Ah, das nervt mich ja tierisch. Dann werden wir wohl hier mit dem Boot verschwinden müssen. Super ärgerlich. Ich dachte, das würde endlich mal funktionieren hier mit dem Regenschirm, aber irgendwie, irgendwas mache ich hier immer noch falsch. Und ich weiß nicht was. Vielleicht bin ich zu schwer. Vielleicht habe ich zu viele Gegenstände im Inventar. Story-Mission abgeschlossen, tödliche Kunst. What? keine Ahnung, fragt mich bitte nicht, was da jetzt abgeht. Wir haben heute was ganz anderes gemacht. Nämlich das Drei-Gänge-Menü. Ja, tatsächlich, ne, am Anfang. Ja, Körper gefunden, das war am Anfang der Schamane. Hundertprozentig. Schade. Da habe ich keine Einblendung bekommen und deswegen dachte ich, es hätte noch hingehauen. Hat aber nicht hingekommen, also lasst euch da nicht erwischen. Und dann kann man so auch, wie ich es hier gezeigt habe, einen lautlosen Killer auf jeden Fall spielen. Missionszeit 56, knapp 57 Minuten. Puh. Ja, da wisst ihr ja ungefähr, wie lange ich hier dran aufgenommen habe. Gut. Ah, wir haben es geschafft. Immerhin. Und damit würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.